zusammen und willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Turn-On. Ja, heute haben wir das Huawei P8 bei uns. Nicht mehr Ascent P8, sondern nur noch P8. Das ist schon mal schön, dass es endlich einen normalen Namen hat. Genau. Dieser Aufkleber gehört übrigens nicht zur originalen Retail-Verpackung, sondern das klebt nur darauf, damit man das Ding auch nicht stibitzt unterwegs. Mach's mal auf, damit wir gleich mal reinschauen können, was die treuen Käufer von dem Ding dann erwarten wird. Bin dabei. Huawei hat in der Vergangenheit eher mit mäßigen Smartphones geglänzt, möchte ich sagen. Die waren nie so herausragend in der Vergangenheit. Herausragend im Sinne von Verarbeitung, Leistung? Also das Gesamtbild eher. Gesamtpaket. So. Ja, das Ascent P7 war schon ganz nett, ja. War aber kein High-End gewesen. Es war eher so Mittelklasse, dafür ziemlich gut. Ja. Ich pack mal eben aus, ne? Ja, ja. Ruhig weiter erzählen. Klar, klar. Beim P8 habe ich aber schon von einigen Kollegen gehört, dass das Ding richtig, richtig großartig sein soll. Moment, wir haben was vergessen. Jetzt. Hast du recht. Erstmal, oh, schön. Das ist Kunststoff? Oh. Das ist toll. Zumindest ähnlich wie bei Porsche Design, siehst du das, haben wir so ein Huawei Design. Huawei. Ich glaube, man muss es tatsächlich von hier oben, ne? Ja, oh. Okay. Schön. Jetzt haben wir endlich mal so eine gute Verpackung und du schmeißt die weg. Na gut, du hast recht. Ich wollte nur konsequent bleiben. Konsequent. Ja, ja, das ist es. Ich habe schon mal eine Hand gehabt. Ach so, hast du schon? Ja gut, dann muss ich ja. Oh mein Gott. Es ist auf jeden Fall ein bisschen fester drin. Und das ist es. Tatsache. 4G. Und sehr dünne Ränder auch. Ich merke schon, das ist ja. Was gab es mal? Ich glaube, von Motorola gab es mal ein Telefon, das auch den Rand so bis an den Rand getrieben hat. Und ja, das ist schon sehr beeindruckend. Ich zieh's mal eben ab. Ne? Ja. Mal gucken. Oh, ich liebe dieses Geräusch. So, was uns schon bei den Specs so ein bisschen aufgefallen ist, das Ding kann nicht alles. Das ist korrekt, obwohl es ja eigentlich als das neue High-End-Smartphone von Huawei angepriesen wird. Cat 4, LTE Cat 4 kann es nur, also bis zu 150 Mbit im Download, WLAN ohne AC und kein 5 GHz, das finde ich auch ein bisschen schade. Ganz genau. Und bei der Kamera keine 50 bzw. 60p in Full HD, was ja Kollegen wie iPhone und Co. können. Und auch kein 4K. Bzw. UHD. Das haben wir ja schon mal alles aufgezählt, was es nicht kann. Was es aber kann, ist eine sehr, sehr gute Kameraleistung bei schlechter Auflösung, bei schlechter Beleuchtung. Das habe ich mir schon mal sagen lassen. Aha. Und die Verpackung sieht schon mal großartig aus. Ja, ich bin gerade dabei. Es war hier nochmal so ein Plastik-Overlay und dann haben wir hier scheinbar. Hier ist so ein Pfeil drauf. Das heißt wohl, das soll nach oben an. Hier ist die Lasche. Da so kommt es rein wahrscheinlich. Ja. Ich dachte, da steht Pebble, aber nein, das heißt Possible. Oh, da ist noch was. Oh, noch mehr. Oh. Guck mal, Aufkleber, auch wieder zwei Stück, obligatorisch. Und das sieht nach Zubehör aus. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Irgendwelche Cineo Partner Apps, irgendwas. Ja. Oh, ein Gutschein oder was? Start Guide, das ist ganz okay. Na schau. Oh. Aufkleberse. Simlasche. Oh, das ist schön. USB-Kabel, Headset. Oh, das sieht aber schon sehr ihr. Oh. Oh, also. Hey. Also ja. Naja, aber wie soll es sonst ins Rohr rein? Ja, natürlich. Made for your ears. Und hier haben wir sowas wie Fast Charge oder sowas. Zumindest kann ich jetzt auf den ersten Blick nichts erkennen. Siehst du was? Ich glaube nicht. Der Output liegt bei 1 Ampere. Hm. Classy, classy, classy. Mal gucken, wie lange das dauert, um aufzuladen. Oh, ich mag's. Das war's auch und das machen wir gleich. Wir kümmern uns erstmal um das Gerät. So, was haben wir also beim ersten Mal in die Hand nehmen? Also es sieht schon aus wie ein Hybrid aus Apple, Samsung, ja. Was haben wir noch? Apple und Samsung eigentlich. Sony ist noch dabei. Sony, ja, genau. Xperia. Der Button an der Seite, der erinnert schon an den Xperia-Button. Mhm. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Tada! Das ist ein aktuelles. Oh, das sieht aber schon stark danach aus, ne? Z3, oder? Das ist der Z3, genau. Und ja, Tatsache, guck mal, hier fast die Streifen auf deiner Hinseite. Lass mal linke Seite mal angucken. Das ist ein bisschen runter. Ja, ja, das stimmt. Ist hier komplett glatt. Ja, absolut. Ja. Aber diese Streifen, die kennt man vom iPhone bzw. auch vom Samsung Galaxy S6. Ja, ja. Wenn ich mich recht entsinne. Obenrum hier auch nochmal Mikrofon und Kopfhörerbuchse und ja gut, Rückseite, klar, Dual LED-Blitz hier, ne? True Tone oder wie das auch jeder Hersteller für sich selbst bezeichnet. Dieses Plastik muss übrigens sein für die Empfänger, für die Antennen. Antenne! Damit das auch einen ordentlichen Empfang hat. Genau, deswegen sind ja auch immer die Alu-Geschichten hier nochmal unterteilt. Und das Ding läuft mit einem eigenen Prozessor von Huawei, der Kirin 930. Wurde letztes Jahr auf dem MWC schon groß angekündigt. Oder vorletztes Jahr sogar. Und kam jetzt dieses Jahr erst so richtig auf den Markt. Es ist ein Octa-Core. Aber ordentlich kräftig soll sein. Ein Geheimnis birgt ja das Telefon noch. Ne? Wir haben ja hier die Möglichkeit, eine Micro-SD und eine Nano-SIM einzustecken. Genau. Aber man kann in den zweiten SD-Schacht eigentlich auch eine Nano-SIM reinmachen. Das gilt aber nur für die
Internationale Version, nicht für die europäische. Ja. Sonst könnte man das als Dual-SIM nutzen. Absolut, aber ein definitiv wichtiger Hinweis, falls auch Interessierte dieses Modells nach Dual-SIM-Möglichkeiten suchen. Die müssen dann aber wohl die Weiten des Internets nutzen, um solch eine Version auftreiben zu können. Ja, ansonsten so das erste Mal in die Hand nehmen. Es ist ja leicht, sonst es wirkt robust, vielleicht ein bisschen kantig, aber wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache. Ne? So wie auch recht groß auch, beim ne? Galaxy Edge. Ja. Es fühlt sich groß an, es sieht aber nicht groß aus, weil der Rahmen so klein ist. Das ist, glaube ich, das Schöne dabei. Ansonsten 3 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher, den Rest kann man mit der microSD regeln. Absolut. Ja. Und alles, was dazugehört, das werden wir jetzt austesten, beziehungsweise wir brauchen natürlich auch eure Hilfe. Schreibt doch gerne wieder in die Kommentare, was ihr speziell zu dem Telefon sehen wollt. Hier unten könnt ihr natürlich wieder tippen. Ansonsten nicht vergessen, wie immer Daumen nach oben, unsere Social Media Plattform auschecken und auch andere Videos nochmal von uns angucken, andere Unboxings, also Turn on News und für noch mehr Stuff, noch mehr Infos, terminusan.de besuchen. Dort. Ein schönes Portal. Nee, und da, wenn ihr noch fragt, glaube ich. Ist das nicht? Ich glaube, das ist da. Unten rechts. Ja, stimmt. Ja, nee, hier ist es ja gar nicht spiegelverkehrt. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu dem Gerät habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein und wir versuchen, alles dazu zu beantworten. Genau, mit unserem gefährlichen Halbwissen. So, los geht's. Bis dann. Ich nehm's.